Wir machen weiter mit einem anderen Format der Datenübertragung in Unternehmen, ein eher unerwünschtes bisher. WhatsApp in Unternehmen, ich meine, wer kennt das nicht? Ich werde ständig geflutet von den Fußballgruppen meiner Kinder bei WhatsApp. Auch in Unternehmen wird das immer mehr eine zweite Infrastruktur. Ob das so klug ist, wichtige Unternehmensdaten über WhatsApp zu schicken, ich weiß es nicht. Herr Pizzata wird uns einen Einblick geben, wie man es anders machen kann. Auch ihn und sein Unternehmen findet man auf Stand 514. Er vertritt Herr Stepan, den hat die Itza in Nürnberg schon niedergerungen. Seine Stimme ist leicht weg, insofern übernimmt er für seinen Chef. Genau. Hallo, herzlich willkommen von meiner Seite. Mein Name, wie gesagt, ist Gianfranco Pizzata. Ich bin bei der Firma Teamwire oder bei der GroupTech GmbH, die das Produkt Teamwire entwickelt hat, für den Vertrieb verantwortlich. Und ich will Ihnen heute zum einen erklären, warum WhatsApp eine Gefahr ist für Ihr Unternehmen, für die Kommunikation, interne und externe Kommunikation, und Ihnen zeigen, warum Teamwire eine Alternative bietet. Ja, die Messaging-Ära. Die Messaging-Ära hat aus unserer Sicht nicht begonnen, die ist voll im Gange. Warum ist das so? Ganz einfach, Unternehmen sind auf der Suche nach einer Kommunikationsstrategie für ihre Endgeräte. Und heute gehört einfach mehr dazu, als einfach nur E-Mails, Kalender und Kontakte auf dem Telefon zu machen. Das heißt, ich muss auch eben auch für eine Messaging-Lösung sorgen, ich muss für den mobilen Arbeitsplatz dafür sorgen, dass ich meine Arbeitsprozesse abbilden kann, um den Mitarbeiter eben, der entweder mobil unterwegs ist, der viel unterwegs ist, bei Kunden ist, jederzeit auf seine Infrastruktur zurückgreifen zu können. Zum anderen, was im Konsumentenumfeld schon längst passiert ist, die Kommunikation hat sich wegbewegt von der E-Mail und hin zum Messaging-System. Ich weiß nicht, vielleicht wer in dem Raum noch privat E-Mails versendet, also wirklich in der Kommunikation mit Freunden, Bekannten oder Familie. In der Regel sind das sehr, sehr wenige. Die E-Mail im privaten Umfeld wird genutzt für eBay, Amazon oder irgendwelche anderen Bestellprozesse. Kommunikation im Privatkundenumfeld findet ausschließlich über WhatsApp statt. Ich warte nur noch darauf, dass ich eine Hochzeitseinladung über WhatsApp bekomme. Der Rest war eigentlich alles schon dabei. Genau dieses Kommunikationsverhalten, also der Mitarbeiter ist es eben gewohnt, über WhatsApp zu kommunizieren, weil es eben schnell geht, es ist direkt, ich kann schnell in Gruppen kommunizieren, ich kann digitale Inhalte austauschen. Dieses Kommunikationsverhalten möchte er auch im Unternehmensumfeld wiedersehen. Da er meistens keine Alternative hat, was macht er? Er nutzt WhatsApp. Und ich sage es immer wieder und immer wieder gerne, der Mitarbeiter macht das nicht böswillig. Der Mitarbeiter ist in der Regel, hat eher zu viel zu tun als zu wenig. Wenn er halt eben merkt, ich schicke dem Kollegen eine E-Mail, ich kriege zwei Tage später eine Antwort, schicke ich ihm eine WhatsApp, bekomme ich innerhalb von 5 Minuten eine Antwort, nutzt er in Zukunft eben WhatsApp für die Kommunikation. Ein anderer wichtiger Punkt, gerade im Hinblick auf Gruppenkommunikation, wenn ich mir vorstelle, eine Gruppenkommunikation per E-Mail, 10 Leute sind in einer E-Mail-Konversation, jeder hat einmal auf die E-Mail geantwortet, sie kommen aus der Mittagspause zurück, sie wollen diese Konversation gar nicht öffnen, da haben sie fast schon Angst vor. Eine WhatsApp-Nachricht, 10 Teilnehmer, 10 Antworten oder Teamwire, innerhalb von Sekunden haben sie die Nachricht geöffnet und die Inhalte einfach wahrgenommen oder verarbeitet, weil eben diese ganzen Störinformationen, die Adresse, das Betreffeld, die Signatur fehlen und sie sich bei der Kommunikation wirklich auf die Inhalte fokussieren und nicht mit Anrede, Signatur, wie gesagt, etc. beschäftigen. Das heißt, WhatsApp ist sehr beliebt, weil es eben jeder kennt, weil es eben einfach ist und jeder installiert hat. Sprich, es ist relativ einfach, dass ich meinem Gegenüber, ob es jetzt ein interner Kollege ist, Geschäftspartner, Lieferant, wie auch immer, die Wahrscheinlichkeit, dass er WhatsApp hat, ist relativ hoch. Ergo ist die Kommunikation relativ einfach. Was aber auch heißt, dass WhatsApp wahrscheinlich in fast jeder Schatten-IT existiert. Es sei denn, Sie haben WhatsApp über die Mobile Device Management Lösung auf die Blacklist gesetzt, aber selbst da haben Sie das Problem, dass der Mitarbeiter nach wie vor WhatsApp natürlich dann auch mit seinem privaten Telefon nutzen kann. Und wenn Sie dem Mitarbeiter auf dem gemanagten Device Facebook, Twitter und WhatsApp wegnehmen, dann führt das dazu, dass ab 18 Uhr das Unternehmenstelefon in der Schublade liegt und er eben nur noch mit seinem privaten Telefon kommuniziert. Ein anderer wichtiger Punkt ist das ganze Thema rund um Sicherheit, gerade auch in Bezug auf die DSGVO, die nächstes Jahr im Mai in Kraft tritt.
Da gibt es erhebliche Änderungen. Das heißt, wenn Sie ab nächstem Jahr die Datenschutzgrundverordnung verstoßen, werden Sie mit erheblichen Strafen belastet. Und da gibt es einige kritische Punkte, die da zu beachten sind. Komme ich gleich im Einzelnen nochmal drauf zu. Ja, wieso ist TeamWire jetzt eine gute Alternative für eine WhatsApp-Kommunikation? Ganz einfach. Wie erwähnt, die GoodTime GmbH ist ein deutsches Unternehmen mit Sitz in München. Das heißt, per se unterstützen wir den starken deutschen Datenschutz, weil wir ein deutsches Unternehmen sind. Wir bieten mehrere Deployment-Varianten, was ganz wichtig ist für auch die Datenschutzgrundverordnung, dass Sie zum Beispiel TeamWire sowohl in der Public Cloud nutzen können, die wir selbst betreiben, recht zentral zu ISO zertifiziert. Sie können TeamWire als On-Premise-Installation nutzen, im E-Mail-Rechenzentrum oder TeamWire auch als Private-Cloud-Ansatz nutzen bei einem TeamWire-Vertriebspartner, der die Lösung bei sich im Rechenzentrum betreibt. Ich gebe gleich nochmal ein paar Beispiele, welche Kunden in welcher Variante TeamWire nutzen. Das andere wichtige Thema, wenn Sie den Mitarbeiter WhatsApp wegnehmen, weil er eben eine Alternative nutzen soll, dann macht er das mit einer hohen Wahrscheinlichkeit nur, wenn er eine ähnliche User Experience hat. Das heißt, die erste Übung, die Sie machen müssen als Unternehmen, die eine Alternative anbieten wollen, Sie müssen eine ähnliche User Experience bieten wie WhatsApp. Das ist im Endeffekt die einfachste Übung, weil eine ähnliche Messenger wie WhatsApp, da brauchen Sie zwei Entwickler, einen UI-Designer und in 6 Monaten haben Sie eine App. Die Spreu trennt sich allerdings vom Weizen, gerade im Unternehmensumfeld bei den ganzen Themen Sicherheit und Datenschutzanforderungen, Administration, Skalierbarkeit oder auch Compliance-Richtlinienhaltung. Das sind die Themen, wo sich TeamWire darauf fokussiert hat, auch im Hinblick auf die Datenschutzgrundverordnung. Das heißt, dass Sie zum Beispiel für Unternehmen, wir haben viele Kunden im Behördenumfeld, Versicherungen und Banken, da ist es eine absolute Anforderung, dass die Nachrichten, die Kommunikation archiviert werden kann. Das heißt, TeamWire bietet auch trotz einer sehr hohen Verschlüsselung eine Archivierungsfunktion. Wenn es zu einem Compliance-Verstoß kommt, dass Sie die Nachrichten eben auch archivieren können und nachvollziehen können, falls es dann, wie gesagt, einen Verstoß gegeben hat. Das andere wichtige Thema ist die Administration und Verwaltbarkeit. TeamWire bringt per se ein Administrationsportal mit sich, wo Sie die komplette Nutzerverwaltung, Richtlinienverwaltung oder Kommunikationseinstellung vornehmen können. Das geht so weit, dass Sie die Inhalte einer TeamWire-App auf dem privaten Gerät der Mitarbeiter aus der Ferne löschen können. Sie können die App allerdings auch mit Ihrer Mobile Device Management Lösung verwalten, sprich, dass Sie die App in einem sicheren Container betreiben, sodass eben die TeamWire-App nur mit Ihren Unternehmens-Apps kommuniziert, dass Sie eine sichere Verbindung über die MDM-Lösung, über den MDM-Client auf dem Telefon zu Ihrem Server aufbauen oder auch, dass Sie zum Beispiel Autoregistrierungsprozesse einstellen. Wenn Sie ein Unternehmen sind mit mehr als 1000 Mitarbeitern, wollen Sie natürlich nicht, dass jeder Mitarbeiter sich die TeamWire-App runterlädt und mit seiner E-Mail-Adresse und Telefonnummer registriert. Wir haben eine 2-Faktor-Authentifizierung für Teilnehmer oder für Unternehmen, die keine MDM-Lösung haben. Wird aber eher von kleinen Unternehmen genutzt, weil, wie gesagt, wenn Sie 1000 oder mehr Mitarbeiter im Unternehmen haben, die Fehlerrate, wenn sich der Teilnehmer mit der E-Mail registrieren muss, ist relativ hoch. Das heißt, im Endeffekt haben Sie wieder erhöhte Supportkosten. Ein anderes wichtiges Thema ist die ganze Integration, was ich am Anfang gesagt habe, der mobile Arbeitsplatz. Der mobile Arbeitsplatz ist eben mehr als nur E-Mail, Kalender oder auch Messaging. Viele Unternehmen, also die Firma GoodTime GmbH gibt es seit 2010, wir beschäftigen uns seitdem mit dem Thema Messaging. Wir haben viele Unternehmen, die hinter dem Thema Messaging schon Haken gemacht haben. Für die ist es eben wichtig, dass ich eine Integration in das IT-Ökosystem schaffe. Das haben wir realisiert über API und Bots. Sprich, Sie können jegliches Third-Party-System, was Sie in-house betreiben, ob das ein CRM-System ist, ob das ein ERP-System ist, Ticketing-Systeme, können Sie an TeamWire anbinden, dass Sie automatisiert Nachrichten von Ihrem System an einen TeamWire-Teilnehmer senden können oder dass ein TeamWire-Teilnehmer über seine App ein Kommando an das System schicken kann, um Informationen abzugreifen. Auch da gebe ich gleich noch ein paar Beispiele zu. Also ein wichtiges Thema noch, wo wir uns differenzieren gegenüber dem Wettbewerb, ist, dass wir trotz einer sehr hohen Verschlüsselung eine Multi-Device-Lösung haben. Sprich, Sie können TeamWire immer auf 3 Geräten gleichzeitig nutzen. Das kann Smartphone, Tablet und Desktop-PC sein. Wir unterstützen iOS, Tablet und Phone, Android, Tablet und Phone, Windows Phone sogar, obwohl die Plattform ja mehr oder weniger eigentlich mehr beerdigt ist. Auf dem Desktop unterstützen wir Windows, alle Versionen, Linux und auch eine Mac-Version.
typischen Kundenszenarien. Also wir schätzen wahrscheinlich so 60%, 65% der Kunden haben das klassische WhatsApp-Problem. Haben erkannt, WhatsApp bringt eine Produktivitätssteigerung mit sich, weil die Kommunikation einfach schneller, direkter ist. Ich kann besser im Club kommunizieren, aber es ist halt sehr, sehr unsicher. Ergo suchen die Unternehmen nach einer Alternative zu WhatsApp. Anderer wichtiger Teil unserer Kunden wollen die Produktivität und die Kommunikation verbessern. Die halt einfach erkannt haben, die E-Mail ist einfach zu langsam, ist kein gängiges Kommunikationsmedium mehr und möchte eben im Sinne von Messaging die Produktivität steigern. Wie gesagt, allein das Beispiel der E-Mail-Konversation, wenn Sie mehrere Teilnehmer in einer E-Mail-Konversation haben, der Aufwand, die E-Mail zu lesen, ist deutlich höher. Mit Messaging-Lösungen, und da ist jetzt Teamwire nicht alleine, grundsätzlich, wenn Sie Messaging-Lösungen einsetzen, führt das auch dazu, dass Sie Ihr E-Mail-Volumen absolut reduzieren, weil auch das ein wichtiges Kriterium ist bei Unternehmen, gerade auch bei größeren Unternehmen, weil der Mitarbeiter heute sehr, sehr viel Zeit damit verschwendet, morgens ins Büro zu kommen, E-Mails zu lesen, sortieren oder löschen. Wenn man im ist, kommt man wieder, der erste Tag wird einfach nur Outlook gewidmet. Also man ist damit beschäftigt, in die Inbox zu schauen, wann irgendwelche wichtigen Termine, muss ich heute in Termin, muss ich diese Woche in Termin, und ich fange an zu lesen, zu löschen, weil einfach die E-Mail-Kommunikation für diese kurzzeitigen Austausche, die im Unternehmen extrem wichtig sind, nicht das richtige Kommunikationsmittel ist. Ein anderer Teil der Teamwire-Kunden möchte die mobilen Arbeitskräfte stärken. Die Barma zum Beispiel, Kunde von uns, wichtiger Referenzkunde, wollte die Außendienstmitarbeiter mit einem Teamwire oder hat die Außendienstmitarbeiter mit einem iPad ausgestattet und möchte, dass der Außendienstmitarbeiter ganz eng mit dem Innendienstmitarbeiter kommuniziert, wenn der Vertriebler draußen ist beim Kunden, der Kunde eine bestimmte Frage hat, der Außendienstmitarbeiter die nicht beantworten kann und sich dann eben Hilfe vom Innendienst holt. Das heißt, dass der Außendienstmitarbeiter zum einen Zugriff auf ein großes Team von Kollegen hat, aber auch auf seine kompletten Ressourcen zugreifen kann, was jetzt Dokumente, Broschüren oder Dokumente angeht. Und der andere Teil ist eben, dass Unternehmen erkannt haben, dass ich eine Lösung einsetzen muss, einfach aufgrund dieser Messaging-Ära, die sich weg von der E-Mail hin zur Messaging-Lösung hinbewegt und aber eine Lösung suchen, die den deutschen Datenschutz, die Datenschutz-Grundverordnung unterstützt, um eben so die Kommunikation oder die Inhalte des Unternehmens zu schützen. Hier mal ein paar wichtige Referenzkunden aus jeder Branche, so ein bisschen was dabei. Wir haben die Sparkasse mit der Finanzinformatik, also eine der größten Banken in Deutschland, die Teamwire nutzt im Sinne des mobilen Arbeitsplatzes. Bei der Sparkassengruppe war es ganz wichtig, dass die Mitarbeiter eben ihre Inhalte sowohl auf dem iPad als auch auf dem iPhone verarbeiten können. Ministerium für Arbeit und Soziales, Bundesministerium für Soziales und Arbeit, hat relativ klein angefangen, weil da wenig dienstliche Telefone im Einsatz sind. Die nutzen Teamwire zum Beispiel in einer On-Premise-Installation, das sind ca. 250 Nutzer, oder das ist wirklich das Top-Management. Einer der ganz wichtigen Kunden von Teamwire ist die Polizei Bayern. Die nutzt Teamwire für die Einsatzkommunikation. Auch die hatten ein WhatsApp-Problem. Der Innenminister Herrmann aus Bayern hat das im Presseartikel ganz schön wiedergegeben, dass letztes Jahr, als dieser Olympia-Attackenvorfall war, die Kommunikation zusammengebrochen ist und die Polizei auf WhatsApp zurückgreifen musste. Ansonsten haben wir auch, wir fokussieren uns auf den deutschen Markt, wir haben aber auch Kunden im Ausland, Raphael, ein Rüstungskonzern aus Israel, wir haben Kunden in Brasilien, aber wie gesagt, wir fokussieren sehr, sehr stark auf den deutschen, europäischen Markt. Da ich mich ein bisschen beeilen muss, will ich noch ganz kurz das API, die Chatbots erwähnen oder Ihnen nochmal zeigen. Ist nicht sehr komplex, soll nur ein bisschen darstellen, wie die Kommunikation vollstatten geht. Aber im Endeffekt, das ist die Teamwire-Plattform, das ist ein Bot, was Sie selbst integrieren können. Wir werden ein paar Standard-Bots herausgeben für CRM, ERP, HR-System, aber auch ein SDK, sodass Sie Ihre eigenen Systeme anbinden können. Sprich, Sie können dann Ihre Kreativität freien Lauf lassen
mir wirklich jegliche Systeme, die sie anbinden wollen, anbinden zu können. Ein klassisches Beispiel ist zum Beispiel ein HR-Bot. Mitarbeiter beantragt Urlaub, schickt einfach an das Bot Urlaub. Das Bot schickt zurück von wann bis wann. Ich trage ein Datum ein, wird zurückgeschickt. Bot fragt nochmal, möchtest du das bestätigen? Ich schicke Ja raus. Der Abteilungsleiter bekommt eine Teamwire-Nachricht, dass Peter Müller Urlaub beantragt hat. Möchtest du den beantragen? Er schickt einen Daumen hoch raus, geht raus und das Thema ist erledigt. Was vorher über das Tool direkt vielleicht 5 Minuten gedauert hat, mit einloggen, auf den Link klicken, vielleicht Passwort vergessen, dauert jetzt ein paar Sekunden. Andere Beispiele, also wie gesagt, aufgrund dessen, dass Sie ein SDK haben, um Ihre eigenen Systeme anzubinden, ist da im Endeffekt der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Sie können Teamwire grundsätzlich für 30 bis 60 Tage kostenlos in der Cloud testen. Wenn Sie möchten, gehen Sie einfach auf unsere Webseite oder kontaktieren Sie uns über sales@teamwire.eu. Mit der Testversion haben Sie 20 Testlizenzen. Sie bekommen Zugang zu der Administrationsseite für Ihre Unternehmensdomäne, wo wir Sie zusammen mit dem Partner vollumfänglich unterstützen. Ansonsten sind Sie herzlich eingeladen, uns hier auf der ITSA auf dem Stand 514 bei den Startups zu suchen und jegliche Fragen zu stellen. Vielen Dank. Herr Pizzata, vielen Dank. Ihnen noch viel Erfolg beim Rauswegen von WhatsApp aus dem Unternehmen. Das war die ITSA 17 bei Kurs of You Tech. Wer mehr über die ITSA und die Security-Themen wissen möchte, geht einfach auf itsa17.kursofyou.com. Ansonsten ein Abo dalassen, schadet natürlich auch nicht. Bis zum nächsten Mal. Wir sind hier raus. Ja.